bin der Sebastian Giermann, bin 36 Jahre alt und einer von zwei Vorständen bei der solidarischen Landwirtschaft Biotop Oberland. Zum anderen verantworte ich den gärtnerischen Bereich, vor allem den Freilandbereich. Servus, ich bin der Nick Fischer, bin der zweite geschäftsführende Vorstand von der Biotop Oberland EG, bin 37 Jahre und meine Aufgaben sind Kommunikation und Logistik hier in der Solawi. Die Biotop Oberland EG gibt es jetzt seit 2015 und wir haben jetzt 450 Ernteanteile und 200 Fördermitglieder. Also unsere Genossenschaft hat insgesamt 650 Mitglieder. Wir sind hier in einer ziemlich exponierten Lage, auf knapp 700 Meter Meereshöhe, sehr viel Niederschlagsmengen im Jahr und eine relativ kurze Saison. Was sich jetzt herausstellt, ist, dass dieser scheinbare Standortnachteil eigentlich mittlerweile eher zu einem Standortvorteil wird. Vor allem durch die hohen Niederschlagsmengen, die wir hier halt nach wie vor haben. Für den Gemüsebau ist es mittlerweile eigentlich im Idealbereich, wovon wir halt jetzt profitieren. Und in Mitteldeutschland ist teilweise die Gärtnereien wirklich vertrocknen. Wir organisieren uns in Kreisstrukturen oder kleine Einheiten. Also im Endeffekt haben wir selbstverantwortliche Teams, die sich um den Gemüseanbau kümmern. Das ist das Gärtnereiteam. Ja, wir pflanzen gerade Feldsalat. Das ist eine frostharte Kultur. Das heißt, die hält auch wirklich einen Frost aus. Die kann komplett einfrieren. Und sobald es dann wieder auftaut, taut die Pflanze auf und wächst einfach wieder weiter. Deshalb ist das eine Kultur, die man den ganzen Winter pflanzen kann und dort auch wächst, was sehr schön ist. Dann haben wir das Projektteam Streuobstwiese. Die kümmern sich um die komplette Planung und Anlegung zusammen mit den Mitgliedern der Streuobstwiese. Und so haben wir quasi möglichst flache Hierarchien. Die Streuobstwiese ist jetzt aktuell erstmal unser letztes Projekt mit ungefähr 1,5 Hektar Fläche und knappen 160 Bäumen auf der Fläche. Und die Streuobstwiese ist entstanden, weil wir hier das Problem haben, dass wir kein Obst in der Region haben. Zumindest in der unmittelbaren Region hier im Isartal gibt es keine Möglichkeit, an regionales Bio-Obst zu kommen. Und dann mussten wir es halt mal wieder selber machen. Es sind schon überwiegend Apfelbäume, weil die hier in der Region einfach am sichersten funktionieren. Und wir haben ein bisschen Kirsche mit drin, wir haben ein bisschen Zwetschge mit drin und ein, zwei Walnussbäume. Da ist es total spannend für uns gewesen, diese Sortenauswahl überhaupt zu treffen. Das liegt vor allem daran, dass es hier praktisch kein Erfahrungswissen mehr gibt in der Region, was regionale Sorten hier überhaupt sind. Und ich habe ja viel mit anderen Praktikern geratscht, mit einem Pomologen habe ich mich austauscht, mit anderen Beratern. Und ja, wir schauen schon, dass wir halt robuste Sorten haben, die hier in dem Klima noch herpassen. Und dass von der Eignung her halt zum einen als Tafelobst gehen, als auch zum Mostobst gehen. Ja. Hier so eine Streuobstwiese ist generell zählt das zu den artenreichsten Lebensräumen in Europa, die es gibt. Da sind bis zu 5000 verschiedene Arten dann umeinander. Eben zum einen in der Wiese unten, im Boden, in dem Gras, in den Kleearten, Kräuterarten, Regenwürmer, Schnecken, alles Mögliche. Und dann die Ebene oben halt auch nochmal. Im Endeffekt geht es uns eben auch darum, jetzt da wieder auszuprobieren, was funktioniert denn hier? Was funktioniert nicht? Der Gemeinschaftsaspekt ist bei uns total wichtig in der Genossenschaft. Die Gemeinschaft ist ganz stark involviert in allem, was wir hier tun und machen. Und deswegen würde ich sagen, das ist schon auch einer der Grundpfeiler vom Biotop Oberland. Wo wir einfach von Anfang an ein großes Augenmerk drauf gelegt haben, ist, dass wir möglichst schlanke Strukturen innerhalb der Genossenschaft, aber speziell auch im gärtnerischen Anbau haben. Schlanke Strukturen heißt, dass wir versuchen, mit unserer eingesetzten Arbeits- und Lebenszeit auch möglichst effizient und wirksam ein Ziel zu erreichen. Wie ist unsere Gärtnerei
von der Infrastruktur her aufgebaut? Wo sind Gewächshäuser, wo sind Lagerflächen? Wie schaut die Waschhalle aus? Wie ist die strukturiert? Alles mit dem Ziel, dass wir praktisch möglichst wenig überflüssige Tätigkeiten durchführen. Unsere Waschhalle, wo das Gemüse unter der Woche aufbereitet wird, wird an dem Pack- und Ausfahrtag umfunktioniert zur Packhalle. Wir bauen in der Mitte Tische auf und fahren dann mit dem Gemüse rundum und bepacken die Kisten. Das läuft Hand in Hand. Während Kisten gepackt werden, werden Kisten ausgefahren. Kommt der Fahrer zurück, sind die Kisten schon fertig gepackt für die nächste Runde. Und das ist der Vorteil für uns. Wir haben nur einen Erntetag in der Woche und sind somit nicht die ganze Woche beschäftigt mit Ernten, Packen und Ausfahren. Wir sind in der Lage als Team, also jeder von uns, regelmäßig auch während der Hauptsaison Urlaubszeiten zu haben. Und das war uns eben von Anfang an total wichtig, dass wir hier nicht nur ein ökologisch nachhaltiges Projekt aufbauen, sondern dass das Ganze auch sozial nachhaltig ist. Für mich persönlich bedeutet das eben auch nachhaltige Arbeitszeiten, die ich nicht nur über 2-3 Jahre machen kann, sondern über 30-40 Jahre.